Islamistischer Terrorismus, organisierte Kriminalität, Cybercrime, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Das sind die Themen, zu denen ich hier und heute eingeladen bin und gerne auch Auskunft geben will, wie wir als Bundeskriminalamt die Lage sehen. Es ist so, dass die Täter sich sehr dynamisch verhalten, die Lage sich ständig wandelt, aber dennoch gibt es einige Trends, auf die wir reagieren müssen. Wir können sagen, Kriminalität wird internationaler, Kriminalität wird digitaler. Wir haben mit immer größeren Datenmengen zu tun. Wir müssen mit kryptierter Kommunikation umgehen und uns deshalb anpassen, unsere Bekämpfungsstrategien ständig weiterentwickeln, was zum Beispiel bedeutet, dass wir ein Mehr an Zusammenarbeit international und gerade in Europa brauchen, dass wir Informationssysteme haben müssen, die auf der Höhe der Zeit sind und nicht nur national, sondern auch international wir in der Lage sind, Personen auch eindeutig zuzuordnen und Informationen auszutauschen. Da gibt es in den nächsten Jahren noch eine Menge zu tun. Und wir müssen natürlich, was die Gesetzgebung, die technische und die personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden angeht, auf der Höhe der Zeit bleiben. All das sind Fragen, die wir sicherlich hier gleich diskutieren werden. Und ich freue mich darauf, hier Rede und Antwort stehen zu können und bedanke mich sehr für die Einladung. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst beim Präsidenten des Bundeskriminalamts bedanken dafür, dass er heute zur Verfügung steht als Gesprächspartner, um mit uns über die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit zu sprechen. Einige Themen hat er eben bereits angerissen. Wir haben in der Großen Koalition, die von uns als Union geführt wird, in den vergangenen Jahren schon viel erreicht. Wir haben viel auf den Weg gebracht, um die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Wir haben jetzt in dem knappen Jahr, das vor uns liegt, noch einmal die Möglichkeit, in Regierungsverantwortung gemeinsam mit unserem Koalitionspartner weitere Maßnahmen zu ergreifen. Worauf kommt es an? Wir brauchen erstens mehr Personal. Wir brauchen zweitens eine bessere Ausrüstung und wir brauchen drittens mehr gesetzliche Befugnisse. Dieser Dreiklang hat unsere Politik im Bereich der inneren Sicherheit in dieser Legislaturperiode geprägt. Dieser Dreiklang ist für uns auch Maßstab in den Monaten, die vor uns liegen. Die Bundesminister de Maizière und Schäuble haben sich gestern darauf geeinigt, zu dem ohnehin vorgesehenen Aufwachs bei der Bundespolizei noch einmal über 3.000 weitere Stellen hinzuzufügen. 3.250 neue Stellen, die jetzt noch einmal dazukommen. Das ist für uns wichtig. Es geht uns aber auch darum, die gesetzlichen Befugnisse noch einmal auszuweiten. Das betrifft eine Vielzahl von Bereichen. Ich nenne schlagwortartig nur Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung. Die SPD hat sich ja in den letzten Monaten bemüht, im Bereich der Innenpolitik auch etwas an Profil zu gewinnen. Falls sie in den nächsten Monaten weiteres Profil gewinnen möchte, sie herzlich eingeladen, sich unserem Katalog anzuschließen. Das wäre die spannende Frage, ob die SPD vom Bremspedal runtergeht, auf dem sie bei einer ganzen Reihe von Maßnahmen steht. Ich glaube, sie ist das den Menschen in unserem Land schuldig.